Sinner, der für dieses Jahr 2016 noch zwei Releases geplant hat, verkündet jetzt sehr schlechte News. Am 12. September wird der ehemalige Maskulin-Künstler sein autobiografisches Werk Vom Alk zum Hulk veröffentlichen. Am 21. Oktober erscheint dann sein neues Album Es war einmal in Südberlin über Major Moves. Jetzt berichtet der Berliner Rapper, dass in seine Wohnung eingebrochen wurde und unter anderem sein iMac entwendet wurde. Scheinbar befinden sich auf dem Apple-Rechner vertrauliche und sensible Daten. So scheint er dort lokal das Buchmanuskript und sein erscheinendes Album gespeichert zu haben. Silla sorgt jedoch erstmal für Entwarnung. Die Files scheinen vorausschauend passwortgeschützt zu sein. Hoffen wir für ihn, dass die Einbrecher diese Files doch nicht knacken können und dass die Täter gefasst werden. Parallel veröffentlicht er ein Formular der zentralen Auskunftsstelle der Polizei Berlin auf seinem Facebook-Profil. Im April 2016 kehrte Jonesman aka Samson Jones mit seinem neuen Album Angekommen über Vegas Label über die Grenze als Solokünstler zurück. Mit Angekommen konnte sich der ehemalige Labelchef von Echte Musik in der ersten Verkaufswoche Platz 46 der deutschen Albumcharts sichern. Nachdem der aus Frankfurt stammende Rapper bereits seinen Rücktritt als Rapper verkündete, scheint er jetzt wieder Blut geleckt zu haben, um musikalisch weiter aktiv zu bleiben. So verkündet er jetzt über sein Facebook-Profil, dass er bereits an einer neuen EP arbeite und aktuell bereits Fotos für das Artwork erstellen lässt. Bei der gestrigen Achtelfinalpartie zwischen Spanien und Italien im Rahmen der Europameisterschaft in Frankreich wetteten Algier und Basultan Hengst gegeneinander. Der aus Düsseldorf stammende Rapper setzte auf das Weiterkommen Spaniens, der Berliner mit italienischen Wurzeln, auf Italien. Bei einer Niederlage von Hengst müsste dieser einen Diss-Track gegen einen Rapper, den Algier aussucht, veröffentlichen. Bei einer Niederlage Algiers müsste dieser sein Enthüllungsformat Da Vinci Code bei einem Rapper, der von Hengst ausgewählt wird, durchführen. Italien konnte die Partie mit 2:0 für sich entscheiden und somit gewann Basultan Hengst. Algier muss jetzt mit den Planungen für einen neuen Da Vinci Code beginnen. Bis dato scheint Hengst ihm noch keinen Rapper genannt zu haben. Parallel kündigt der Berliner jetzt einen neuen Track an, auf dem er zahlreiche Rapper, die ihn in letzter Zeit ärgerten, dissen würde. Aus den genannten Rappern wird er sich dann wohl ein Opfer für Algier aussuchen. Algier machte sich unterdessen bereits Notizen. Wen wird Basultan Hengst auf seinem kommenden Track dissen? Für welchen Rapper wird Algier einen neuen Teil von Da Vinci Code planen? Was denkst du? Schreib deine Meinung in die Kommentare. Für regelmäßige Hip-Hop-News abonniere den Kanal.